Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 100% Box von MC Boogie. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 100% von MC Boogie. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Das Ganze heute am 2. November erschienen. Machen wir die Folie ab. Dann schauen wir uns das Ganze im Detail an. So, also, was vielleicht etwas verwirrend ist, hier steht MC Boogie Atzenkeeper. Die 100% stehen hier auf der Seite. Das kommt daher, diese Box hat diesen Untertitel Atzenkeeper Box oder Atzenkeeper Edition. Gut, wir haben hier das klassische Logo von Atzenkeeper, diese beiden ineinander verschränkten oder ja, diese beiden Hände, die sich hier gerade begrüßen, mehr oder weniger. MC Boogie Atzenkeeper lesen wir hier in blau-weißer Schrift und ansonsten die Box in so einem dunkelschwarz bzw. ganz dunklen Violettton gehalten. Hier unten lesen wir nichts, auf der rechten Seite ebenfalls blank, oben blank. Und auf der linken Seite dann eben MC Boogie 100%. Auf der Rückseite haben wir dann Boxinhalt MC Boogie 100%, Album, Instrumental CD, Remix EP, Atzenkeeper Army. Also das ist dann dieser ganze Zusatzinhalt, der hier unter Atzenkeeper Army zusammengefasst wird. Und zwar ist das Kettenanhänger in Silber, MC Boogie Poster, MC Boogie Sticker, Autogrammkarte und ein Meet and Greet Ticket, beziehungsweise die Chance auf ein Meet and Greet. Schauen wir uns noch an. Das Ganze über Belief und Soulfood erschienen. Und dann haben wir hier noch einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Es hat schon auffällig geraschelt und ich dachte es mir auch schon, als ich die Box in der Hand hatte. Sie ist relativ leicht, denn die etwas schwereren Inhalte, wie zum Beispiel irgendwie T-Shirt, Schal oder sonstiges, fehlen hier. Und wir schauen mal, was wir stattdessen hier haben. Also, das dürfte wohl die Halskette sein. Die ist hier noch extra verpackt. Dann haben wir das Album an sich, 100%. Dann haben wir die Remix-EP. Die Instrumentals zum Album. Einen Sticker. Eine Autogrammkarte. Und natürlich das Poster. Gut, von innen die Box glatt weiß, so sieht die aus. Machen wir mal zu und zur Seite. Das letzte Album Biografie eines Dealers erschien ja im Jahr 2015. Die Box dazu habe ich euch bereits vorgestellt. Und jetzt nach 3 Jahren ist es an der Zeit für ein neues Album, beziehungsweise Album gab es dazwischen ja, aber für eine neue Box. Gut, nachdem die Halskette hier das einzige ist, was irgendwie eingeschweißt ist oder in Folie ist, habe ich mal mit dieser begonnen, diese auszupacken. Allerdings starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. MC Boogie 100%. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Und wir haben hier den Interpreten MC Boogie oben ohne mit einer Schaufel bzw. mit einem Spaten hier abgebildet. Und hier im Hintergrund sehen wir dann noch ein Auto bzw. einen Kofferraum. Sieht mir nach Mercedes aus, weil ich das beurteilen kann. Und hier etwas unscharf das Ganze, aber hier erkennen wir eindeutig, das ist ebenfalls MC Boogie, der hier im Kofferraum liegt, gefesselt und geknebelt. Also eventuell ist das irgendwie so als Abschied seines alten Ichs gedacht oder ja, Wiedergeburt, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Hier wird wohl oder hier wurde wohl ein Grab ausgehoben, wo dieser dann landen soll. Gut, 100% lesen wir hier. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier, soweit ich weiß, insgesamt 14 Tracks und wir haben unfassbar viele Features. Also, wir haben Features von Schizo, Rako, Rikon, Belash, Belash, Frauenarzt, Cool Savage, Belash, Wesel, Osan, Belash, Asli, Babakan, Big Baba, B-Tide, Blockmonster, MC Bastard, also wirklich Features ohne Ende. Belash hier mehrmals vertreten und dieser Mann, also Belash, hat meines Wissens auch das ganze Album produziert. Also 14 von 14 Tracks von Belash produziert. Gut, dann haben wir unten noch die Credits und auch wieder einen Barcode.
Dann schauen wir mal hinein ins Booklet. Dieses sehr minimalistisch gehalten. Wir haben hier einmal das Cover, das kennen wir. Und dann haben wir hier, Booklet. Wir haben hier eine Widmung, eine Danksagung, aber diesmal ist es eine Widmung. Also ich hoffe mal, ich kann das halbwegs entschlüsseln. Dieses Album widme ich allen Menschen, die mich auf diesem Weg bisher begleitet haben. Danke für die hundertprozentige Liebe und Loyalität in all den Jahren, Boogie. Also das hier in bester Tagschrift, in bester Writer-Manier gemacht. MC Boogie auch ein alter Sprüher. Dann haben wir hier noch die Credits zum Album, wer wofür verantwortlich ist. Sehr schön. Gut, dann machen wir diesen Einleger mal wieder rein. Auf der Rückseite sehen wir hier noch so ein bisschen Landschaft. Das dürfte so die Landschaft sein, auf der er hier vorne sitzt. Jawohl, also so eine Wiese bei Nacht. Schwer zu erkennen. Dann haben wir das Album bzw. die CD. Oben lesen wir Berlin Crime, darunter MC Boogie 100%. Und hier MC Boogie Atzen Keeper. Dann haben wir zum Album zugehörig die Instrumentals, die kommen in einem Digisleeve in einer Papphülle. Relativ schlicht gehalten das Ganze. Allerdings, was mich besonders freut, wir haben hier 5 Tracks mit dabei. Und zwar haben wir hier nicht nur wir haben hier nicht nur die Instrumentals zum Album, also die Tracks des Albums, nein, wir haben hier dann auch noch die 5 Instrumentals der Remix-Tracks. Also die auf der Bonus-EP sind, hier auf dieser Remix-EP. Da haben wir wohl scheinbar die 5 Tracks mit dabei. Freut mich sehr, dass man die auch noch als Instrumental-Version mit draufgepackt hat. Gut, so sieht das dann aus. Instrumentals. Und das Ganze, wie gesagt, in einer Papphülle. Und dann haben wir noch eine zweite Papphülle. Die sieht so aus, MC Boogie 100% Remixes. Und hier haben wir dann, wie gesagt, 5 Tracks mit dabei. Und hier lesen wir dann alle Remixes, produziert von Belash und 187 Beats, wenn ich das hier richtig lese. Okay, dann schauen wir mal die CD an. Remix EP. So sieht das aus. Wie gesagt, ebenfalls eine Papphülle. Dann haben wir mit dabei einen Sticker. Dieser im Hochformat, glänzend. Auch hier wieder dieses Logo der zwei Hände. MC Boogie Arts and Keeper, MC Boogie 100%. Eine Autogrammkarte ist ebenfalls mit dabei. So sieht das aus. Also Boogie hier mit hinter dem Rücken verschränkten Armen, mit dieser dicken Kette. Und hier haben wir ihn dann mit Joker Cap. So wie man ihn kennt. Hier haben wir dann noch den silbernen Schriftzug, also hier mit silbernem Stift unterschrieben Boogie. Also das ist auf jeden Fall original unterschrieben und nicht irgendwie aufgedruckt. Rückseite blank weiß, sehr schön. Dann haben wir, bevor wir zur Kette kommen, noch ein Poster mit dabei. Dieses Poster ist, wie ich gerade sehe, einseitig bedruckt. Und hier haben wir auch nochmal den Atzenkeeper MC Boogie hier mit einer Waffe. Also hier wird gerade eine, wenn ich es richtig erkenne, eine Walter P99 durchgeladen. Hier Boogie mit Ledermantel und Rauchschwaden. Also sehr düsteres Bild. Und hier oben, wenn auch sehr schwer zu erkennen, ich hoffe, man kann das hier halbwegs erkennen, jawohl, lesen wir dann noch in der Mitte BC, also Berlin Crime. Sehr schön. Das Ganze, wie gesagt, im Hochformat und einseitig bedruckt. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch diese Kette, diese silberne Kette. Das Ganze in so einer dunkelgrauen Optik, also matt, nicht so glänzend silber, wie man das ja oft bei solchen Halsketten in Boxen hat. Und was mich... hier dürfte wohl sich irgendwas verheddert haben. Ja, jetzt passt. Ich dachte schon, es wäre ein zweiter Verschluss. Also nur ein Verschluss, wie gewohnt. Wir haben hier oben dann den Verschluss. Hier kann man das Ganze dann entsprechend noch enger stellen, an einem anderen Kettenglied einhängen. Wie man das bevorzugt, so sieht die Kette dann aus. Das bekannte Logo wieder, Atzenkeeper, Rückseite glatt. Sehr schön. Also kann man auf jeden Fall tragen. Ist relativ schwer, aber bei der Größe dieses Anhängers nicht anders zu erwarten. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Halskette mit diesem Atzenkeeper-Anhänger.
Dann das Poster im Hochformat einseitig bedruckt. Die Autogrammkarte ebenfalls im Hochformat. Der Sticker im Hochformat. Die Remix-EP mit 5 Remix-Tracks drauf. Die Instrumentals mit den Album-Instrumentals plus den Remix-Instrumentals. Und natürlich das Album an sich 100% im Standard-Schulcase. Ja, Meet-and-Greet-Ticket habe ich jetzt in meiner Box keines vorgefunden. Wenn ich richtig informiert bin, dann ist dieses wirklich nur in einer Box drinnen. Also eventuell habt ihr da etwas mehr Glück und findet dieses eine Meet-and-Greet-Ticket in eurer Box vor. Würde mich natürlich freuen für euch. Ansonsten war es das von mir. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr MC Boogie unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.